Bitte. Gut, mein Name ist Stefan Neuborn vom VSV Mighty Roadrunners. Wir waren eine Gruppe in Kooperation Südstadt Döbling VSV Meer. Und die wichtigste Erkenntnis des Tages, wir sind sehr kreativ, wenn wir nur dazu gezwungen werden. Wir haben eine Idee ganz deutlich hervorgestrichen. Es geht darum, Volleyball sichtbarer zu machen im Vorfeld mit minimalem Kostenaufwand. Dazu zählen eigentlich zwei Aktionen. Einerseits einen Flashmob auf dem Stephansplatz, wo sich alle versammeln und für gut 5 bis 10 Minuten zum Volleyballspielen anfangen. Das soll die ausführenden aktiven Spieler in Österreich wiedergeben, die von den 900 Millionen weltweit im Einsatz sind. Und andererseits hätten wir gerne einen Blattsturm des österreichischen Nationalteams in Klagenfurt in Form eines Gladiatoreneinzuges, um eben in Klagenfurt, wo ein breites Fanspektrum vorhanden ist, sage ich mal, in 6 Wochen vor der Euro Werbung zu machen. Danke. Danke. Bitte, Tobias. Ja, danke. Also mein Name ist Tobias Trifterer, bin aus dem Vorstand des Wiener Volleyballverbandes, hatte eine nette Arbeitsgruppe, die sich erst später, aber dann doch kräftig entwickelt hat, mit dem sinnvollen Namen Linz, weil es waren 3 Leute aus Wien und 3 Leute aus Linz. Wir hatten eine Idee, beziehungsweise 2, die man kombinieren kann, sowas zu machen wie Panini mit den Fußballern, eine Art Sammelalbum. Das kann man vielleicht auch noch so kombinieren, dass man zusätzlich diese Spielerprofile auf zum Beispiel sind wir Rücktrittskarten von Bundesliga-Eintrittskarten druckt oder bei Bundesligaspielen zu jeder Eintrittskarte dazu gibt und es dann wirklich seltene Exemplare gibt, die man dann nur bei der Eurowolle im Wien in der Stadthalle oder in den Spielorten bekommt, dass die Sammelleidenschaft darin gipfelt, dass man die Leute eben auch wirklich in die Hallen bekommt. Die zweite Idee, die massenwirksam sein könnte, die man auch jetzt im Vorfeld lancieren sollte, ist ein Tippspiel, wo man online alle Spielpaarungen tippen kann. Und dann gibt es jeden Tag einen Tagessieger, der zum Beispiel alle am Anfang 8 Spiele des Tages richtig hat. Der kriegt dann einen kleinen Sachpreis dafür und dann gibt es mit einer Punktewertung sozusagen auch noch einen Gesamtsieger, wer bei den Ergebnissen am nächsten dran war, der kriegt dann halt quasi dann Wellness-Wochenende in Stegersbach oder sonst was. Damit erreicht man, glaube ich, relativ viele, zumindest Volleyball-begeisterte Leute und über die Tools, die es im viralen Marketing gibt, wenn das kostenfrei ist, kriegt man wahrscheinlich ein sehr breites Zielpublikum, auch noch dazu, sich für die Euro-Wolle zu interessieren. Und als letztes ist uns dann noch eingefallen, dass man vielleicht den einen oder anderen neuen Popstar, der ORF castet ja wieder, dazu bringt, zusammen mit dem Nationalteam irgendeine Schallplatte, einen Hit, einen Euro-Wolle-Song oder sonst was aufzunehmen. Das ist sicherlich von der breiten Wirksamkeit für die Masse her das, was am sinnvollsten wäre. Als Erkenntnisse des heutigen Nachmittags haben wir 2 Dinge mitgenommen. Das eine, was auch der Daniel Kleinmann schon so ähnlich ausgedrückt hat, Mut zum Außergewöhnlichen, den brauchen wir sicher, weil wir sind in den Augen vieler eine Randsportart und wir müssen sicher mit außergewöhnlichen Mitteln auf uns aufmerksam machen und damit zusammenhängend natürlich auch, dass neue Denkansätze, die nicht ganz populär und nicht in jedermanns Kopf verankert sind, in unserem Fall sicherlich auch zum Erfolg führen können und werden. Bitte. Hallo, Andreas Geiblinger aus St. Valentin. Meine Gruppe hat Volleywoods geheißen und das waren ein paar Mädels aus Neuhofen, ein Kollege aus Radett und ein sehr kompetenter Herr vom SVS Post und meiner einer. Unsere Idee, es ist eh schon riesig viel gesagt worden, was gemacht werden kann. Eine Idee, die wir noch hatten, ist, nachdem jetzt dieses ganze Logo und dieses ganze Branding so schön entwickelt worden ist, mit diesem Volleyball stark unterschätzt,
wäre so fein, wenn man das auch nach der Ehe weiter verwenden kann. Und eine Idee wäre zum Beispiel gewesen, dass der Verband den Vereinen generell Plakate zur Verfügung stellt, die neutral sind und die dann verwendet werden können, um die Spiele anzukündigen. Einfach nur um den Volleyball quasi ein Bild, in diesem Fall ein Corporate Design, zu geben, das dann österreichweit gleich ist und wiedererkannt wird. Auch nach der Eurorolle, also nicht nur 2011 und länger fortführen. Eine zweite Idee wäre auch, auf der Website der Eurorolle einen Webshop einzurichten, um eben die Möglichkeit zu haben, sich die T-Shirts zu kaufen, sich das Merchandising zu kaufen, als Verein, als Privatperson, als Fan, wie auch immer, ja, um eben dann, wenn die Spiele wirklich stattfinden und übertragen werden, die Leute natürlich auch im selben Outfit mehr oder weniger da zu haben. Okay. Mein Name ist Florian Schnetzer, ich bin Spieler bei Super Bowl 1. Ja, und unsere Erkenntnis vom heutigen Tag war, dass einfach jeder Einzelne von uns, der heute da ist, jeder Volleyballer was bewegen kann. Jeder muss versuchen, dass er bei der 2 Euro seine Freunde, seine Bekannte mitnimmt. Und ich glaube, allein wenn die Leute dann alle kommen, sind schon sehr viele Leute in die Stadien. Unsere Idee, was wir heute präsentieren, ist, widmet sich auch die Rituale, die was in die Stadien stattfinden sollen. Das heißt, dass da wirklich Stimmung herrscht. Zum Beispiel bei der WM, bei der Fußball-WM hat es die Vuvuzela gegeben, dass es vielleicht irgendein Instrument gibt, ein Lärmgeräusch, was es auch bei der EM typisch sein wird. Genau. Okay, danke. Lauten Applaus bitte. Hallo, mein Name ist Wolfgang Meissner, Hot Wallis. Ich repräsentiere aber hier natürlich auch meine Gruppe, die sich aus Teilnehmern aus ganz Österreich zusammengesetzt hat. Unsere Erkenntnis war auch vor allem, dass man gemeinsam irrsinnig viel erreichen kann und auf viel draufkommt, aber dass es auch dann im Endeffekt auf jeden Einzelnen ankommt, wie er es dann umsetzt, vor allem eben die Information weitergibt, wie man dann die Halle voll bekommt. In diesem Zusammenhang ist auch jetzt unser Vorschlag zu sehen. Wir haben natürlich auch werbemäßig über YouTube-Videos, Facebook etc. Die Ideen geboren, aber wir haben uns dann auch überlegt, vor allem, wie kriegen wir die vielen Hobby-Volleyballer, die nicht in einen Verein oder einen Teil davon, die nicht in einen Verein registriert sind, dazu. Und da soll man kommen, dass man einerseits die Mixed-Liga, die ja jetzt auch in der vielen Hobby-Spielern bedient, dass man hier auf jeden Fall unter der Nutzung der modernen Medien und auch unter Appellierung an der Ehre der Spieler der Aussendungen macht, eben die Spiele zu besuchen. Und ein weiterer Ansatz ist der USI-Sport von den Universitäten, wo ja die Daten von denen, die sich da nicht nur im Volleyball, sondern auch in anderen Sportarten angewendet haben, vorliegen, dass man die anschreibt und dann natürlich ganz speziell auch die, die sich für Volleyball dort gemeldet haben, eventuell auch mit einem USI-Turnier, wo auch, wenn man es mit einem Spiel kombiniert, die Nationalmannschaft vielleicht dabei ist. Ein weiterer Ansatz wäre noch rein zum Verkauf von den Karten, die Idee, dass man auf jeden Fall Gruppentickets machen sollte, hinsichtlich dessen, dass also jeder seine Freunde etc. oder einen Bekannten mitnehmen soll, dass man sagt, wenn einer 5 Tickets kauft oder 4, dann soll er halt um 20% weniger oder wie immer dann die Tarifgestaltung ist, aber dass auf jeden Fall ein Anreiz ist, gegenüber Einzeltickets gleich mehrere zu kaufen. Mein Name ist Charlotte Schützenhofer, ebenfalls Hot Wallis. Ich will gleich weitermachen mit den Videos. Wir haben vor allem uns beschäftigt mit Ideen für Videos, die man dann auf der Eurowolle Homepage präsentieren könnte, um das Interesse der Leute am Leben zu erhalten. Es ist wichtig, immer wieder was Neues zu bringen, das lustig, das interessant ist, dass die Leute anklicken. Und unsere Idee wäre da gewesen, ein Dienstag-Video zu machen. Ihr kennt hoffentlich noch alle die nette Sendung, wo Kinder ohne das Wort zu verwenden erklärt haben einen bestimmten Begriff. Ich würde mir so vorstellen, dass jeder versucht, der eine Videokamera hat, mit Kindern das zu spielen, ganz einfach vorzugeben, dass sie Volleyball erklären sollen, ohne das Wort zu verwenden.
je mehr wir davon haben, desto größer ist die Chance, dann wirklich ein lustiges Video zusammenzukriegen und das dann auf der Homepage zu präsentieren. Ich habe noch was vergessen. Wir hätten auch noch eine kulinarische Idee gehabt und unter dem Motto stark unterschätzt in den VIP-Bereichen zum Beispiel ein Chili anzubieten mit besonders viel Paprika unter dem Motto auch Achtung scharf, stark unterschätzt. Ich bin die Tabea aus Bad Vöslau. Und für uns waren mehrere Sachen wichtig, zum Beispiel, dass wir mehr Werbung machen, in Form von zum Beispiel einem Kalender oder auf Facebook oder so. Und dass die Eltern mehr involviert werden, zum Beispiel durch Elternabende und ja, dass man mehr Informationen an die Eltern weitergibt, dass sie auch wissen, wann irgendwelche Match sind und dass mehr Verwandte kommen und so. Super, danke. Ich freue mich nämlich deswegen, weil ich das schon seit längerem versuche zu erklären und ich schaue immer dann in so Augen von Figuren, die dann sagen, okay, das haben wir schon probiert. Und jetzt hören wir das von einer Gruppe, die genau diese Altersgruppe ist, dass das ein Bedürfnis ist. Also vielen Dank für diesen Beitrag. Ganz wichtig. Super, ganz wichtig.